hat es eigentlich schon in jungen Jahren angefangen. Ich habe sehr gerne mit Lego gespielt. Und es ging dann natürlich weiter, wenn man erwachsen wird, mit Motorrädern bzw. Mopeds und dann später auch mit den Autos. Und für mich war klar, dass ich das Ganze näher wissen will, was dahinter steckt, weil ich mich einfach für die Technik interessiere und auch begeister. Und da kam für mich nichts anderes in Frage als ein Maschinenbaustudium. Ich habe einen Messschieber mitgebracht. Und zwar verbinde ich den mit meinem Studium, weil es auch auf jeden Zentimeter ankommt oder auch sogar auf jeden Millimeter. Und wir auch Messtechnik als eines oder als ein Fach haben. Und auch die verschiedenen Möglichkeiten, wie man etwas messen kann, uns dargelegt wird in verschiedenen Laboren, Selbstversuchen oder auch Praktikas. Ja, natürlich entwickelt sich der Maschinenbau auch weiter. Wir haben computergestützte Programme, zum Beispiel die Konstruktion findet nicht mehr rein auf dem Blatt Papier statt, sondern findet vorrangig am Computer statt, genauso wie Simulationen von Bauteilen, wie sie sich verbiegen, verformen oder wann es auch im schlimmsten Fall zum Bruch kommt. Dabei unterstützen uns die Computer natürlich enorm. Also das Studium ist erstmal vom ersten bis vierten Semester ein sogenanntes Grundstudium. Dabei sind die ganz normalen Fächer wie Mathematik, Physik, Chemie und Werkstoffkunde. Und im Nachhinein dann ab dem vierten Semester bzw. im fünften kann man sich spezialisieren mit sogenannten Wahlfächern. Da habe ich Tribologie gewählt. Geht um Verschleiß größtenteils und wie man den analysiert oder auch beheben kann dann. Und zwischen dem vierten und dem fünften Semester bzw. in das fünfte Semester hinein findet noch das Praxissemester, das sogenannte Ingenieurspraktikum statt. Das habe ich bei einer Prüforganisation gemacht. Also ich komme aus der Region und ich wollte auch in der Region bleiben. Deswegen habe ich mich auch für das Studium an der Hochschule Schmalkalden entschieden. Bei uns gibt es die Möglichkeit, sich im Voraus zu informieren. Das heißt bei uns Hochschulinformationstag. Da bekommen Interessenten die Möglichkeit, unseren Campus kennenzulernen. Wir als Studenten sind vor Ort, geben den Interessenten Führung. Aber auch unsere Professoren und Dozenten sind vor Ort und können auch mit den Interessierten ins Gespräch kommen. Mit der Bahn anzureisen ist super, da Schmalkalden, die Hochschule, direkt eine Bahnhaltestelle hat am Campus. Sind lediglich Fußweg eine Minute. Das heißt, die Bahnverbindungen sind auch abgestimmt auf die Vorlesungszeiten, sodass man nie große Wartezeiten hat und die Bahn auch jede halbe Stunde fährt. Also mit dem Abschluss des Studiums hat man natürlich eine sehr breite Auswahlmöglichkeit, wo man sich danach bewirbt. Das kann von der Konstruktion bis in die Forschung gehen. Also Maschinenbau wird immer benötigt, egal welche Phasen sind. Und das war auch für mich der Grund, dass es sehr zukunftssicher auch ist, warum ich mich letztendlich auch entschieden habe. Also bei uns gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Vorkurse zu besuchen. Bevor das eigentliche Studium anfängt, kann man sich in Vorkurse einschreiben. Das sind hauptsächlich Mathematik, Physik, technische Mechanik. Und diese kann man dann besuchen und schon mal einen Einblick bekommen, worauf es dann im Studium hinausläuft. Als Tipp kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass Sie zu dem Hochschulinformationstag kommen, dass Sie sich ein Bild von unserer Hochschule machen, aber auch von unseren Professoren. Die sind alle sehr freundlich, sehr greifbar, also sie sind immer für einen da. Auch wenn man nochmal nach der Vorlesung oder nach der Übung eine konkrete Frage zum Thema hat, nehmen Sie sich immer die Zeit und gehen auf unsere Bedürfnisse ein. Ich finde schon, es gibt viele Möglichkeiten für die Studenten. Gerade weil die Wohnheime mit am Campus dran sind. Und wir haben auch Sportangebote, wo man sich einschreiben kann.
Des Weiteren haben wir in der Stadt kleine Bars und Kneipen, wo man auch mal abends hingehen kann. Aber auch der Studentenclub ist gut besucht bei uns. Und so finde ich es eigentlich eine schöne Stadt zum Studieren.